Ich erinnere mich sehr gern an meine Deutschlehrerin, die zu uns kam in der 8. Klasse und die wir bis zum Abitur hatten. Und die frisch vom Seminar kam, frisch von der zweiten Staatsprüfung und die mir wirklich die Begeisterung für deutsche Literatur eingeflößt hat. Man hört ja oft, dass Deutschlehrer nach Kräften sich bemühen, den jungen Leuten die Begeisterung für Literatur auszutreiben. Also die hat mir wirklich diese Begeisterung eingepflanzt und der habe ich zu verdanken, dass ich dann auch Germanistik studiert habe und mich bis zum heutigen Tag, wenn es mir die Zeit erlaubt, aber so auf 4 Bücher pro Woche komme ich schon noch, dass mir die Liebe zur Literatur erhalten geblieben ist. Das negative Erlebnis waren die berühmten Sprachlabors. Die wurden damals eingeführt, ja, und die Industrie, offenbar waren die Verantwortlichen nicht so clever wie die heutigen Chefs, die haben nur gesehen, dass sie verkaufen. Alle Schulträger wollten das kaufen, aber unsere Schulen müssen ja an der Spitze des Fortschritts marschieren. So, die Lehrer wurden in keiner Weise geschult, ja. Und nach 2 Jahren waren die Dinger tot. Ja, da ist kein Englisch- oder Französischlehrer ist in diese Sprachlabors gekommen. Bei der nächsten Schulrenovierung hat man sie auf den Müll geworfen. Wir haben da 2-3 Stunden irgendwelche Döniges. So lange hat die Luft unseres Englischlehrers offenbar gereicht. Ja. Und nach 3 Stunden ist ihm nichts mehr eingefallen und da war Ende. Ja. So war das eben. Ja.